Ungeduld ist auch eine Tugend. Mit diesem Slogan haben Sie mir 2017 die Chance gegeben, Sie im Deutschen Bundestag vertreten zu dürfen. Sie haben ein Recht darauf zu erfahren, ob und wie ich die Zeit genutzt habe. Ich war und bin Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz, im Gesundheitsausschuss und Obfrau meiner Fraktion im parlamentarischen Begleitgremium Covid-19-Pandemie. Die Stunden, die ich in diesen Gremien verbracht habe, kann ich nicht zählen. Was ich aber quantifizieren kann, sind 140 Minuten und 58 Sekunden Redezeit im Plenum des Deutschen Bundestages, 13 Anträge, 5 Gesetzentwürfe und 6 Positionspapiere, 87 kleine Anfragen und jede Menge Einzelfragen aus meiner Feder. Quantität ist natürlich nicht alles. Ich habe mich für eine bessere Unterstützung von Kinderwunschbehandlungen stark gemacht. Es darf nicht vom Beziehungsstatus oder Geldbeutel abhängen, ob jemand eine solche Behandlung in Anspruch nehmen kann. Ich habe erfolgreich dafür gekämpft, dass fruchtbarkeitserhaltende Maßnahmen für Krebspatienten zur Regelleistung der gesetzlichen Krankenkassen werden. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir Möglichkeiten der modernen Reproduktionsmedizin, die auch im europäischen Ausland längst Alltag sind, endlich auch in Deutschland erlauben. Ich habe einen Gesetzentwurf zur Legalisierung der Eizellspende eingebracht, für eine legale Embryonenspende gestritten und ein konkretes Konzept für die Ermöglichung von Leihmutterschaft aus reiner Nächstenliebe heraus auch in Deutschland vorgelegt. Wenn zum Beispiel eine junge Frau ein Kind für ihre unfruchtbare Schwester austragen möchte, hat der Staat kein Recht, dieses Glück zu verhindern. Ich habe mich dafür eingesetzt, dass vorgeburtliche Bluttests zur Untersuchung auf Trisomien bei Risikoschwangeren nicht vom Geldbeutel abhängen dürfen und von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werden müssen. Ich habe beantragt, dass auch in Deutschland schon vor der Geburt risikolose Vaterschaftstests durchgeführt werden dürfen. Ich habe mich für gute Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Geburtshilfe engagiert. In einem Antrag zum Adoptionsrecht habe ich gefordert, auch unverheirateten Paaren die Möglichkeit zu geben, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Ob Eltern gute Eltern für ein Kind sind, hängt nicht vom Trauschein ab. Deshalb habe ich auch für ein echtes gemeinsames Sorgerecht ab Geburt gestritten. Ich habe immer und immer wieder die längst überfällige große Reform unseres Familienrechts angemahnt und konkrete Papiere vorgelegt. Mehrfach habe ich im Plenum gefordert, das Wechselmodell als gesetzliches Leitbild zu implementieren und in dem Zuge auch das Unterhaltsrecht vom Kopf auf die Füße zu stellen. Weg vom Prinzip, einer betreut, einer bezahlt. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass Kinder ihre Eltern brauchen, habe ich mich auch dafür eingesetzt, dass mehr elternschaftliche Konstellationen rechtlich abgebildet werden können. Sie sind längst gesellschaftliche Realität. In einer Anhörung zu meinem Gesetzentwurf zur Liberalisierung des Namensrechts, mit dem ich die zusätzliche Möglichkeit zu Doppelnamen für beide Ehepartner und Kinder gefordert habe, waren alle Sachverständigen auf unserer Seite, auch die der Koalition. Viele Themen, die ich bearbeitet habe, sind kleinere Themen, aber Themen, die nahezu jeden Menschen früher oder später einmal betreffen können und dann persönlich ganz groß sind. So auch die Organspende. In der Debatte habe ich immer wieder den Fokus auch auf Fragen der Lebendorganspende gerückt. Es ist überfällig, auch in Deutschland sogenannte Überkreuzspenden zuzulassen und die Nachrangigkeit der Lebensspende abzuschaffen, denn noch immer sterben Menschen auf der Warteliste. Fragen rund um das Lebensende waren in meiner Arbeit allgegenwärtig, weil ich finde, dass es das grundgesetzlich verankerte Recht auf selbstbestimmtes Sterben nicht nur auf dem Papier geben darf, habe ich eine interfraktionelle Arbeitsgruppe gegründet, die einen Entwurf für ein liberales Sterbehilfegesetz erarbeitet und eingebracht hat. Ich habe immer wieder angetrieben und schließlich eine Orientierungsdebatte noch in dieser Wahlperiode erreicht. Natürlich hat die Corona-Pandemie auch meine Arbeit wie kein anderes Thema bestimmt. Vor allem für vorausschauende Pandemiepolitik für Kindergärten und Schulen habe ich gestritten. Meine Mahnungen, zum Beispiel für die Unterstützung der flächendeckenden Nutzung von sogenannten Lolli-Tests, hat sich die Bundesregierung leider nicht zu Herzen genommen. Mit einer Vielzahl von Initiativen habe ich auch für einen modernen Rechtsstaat gestritten, für virtuelle Gerichtsverhandlungen, Online-Verfahren und einen Digitalpakt für die Justiz. Die Pandemie hat die Dringlichkeit meiner Forderungen unterstrichen.
Ich hatte über die Jahre viele tolle Mitarbeiter und noch mehr großartige Gesprächspartner, Bürgerinnen und Bürger, die mir dadurch, dass sie ihre Erfahrungen mit mir geteilt haben, meine Arbeit fachlich erst ermöglicht haben. Dafür gebührt ihnen mein Dank. Ein Journalist hat kürzlich zu mir gesagt, wenn ich jemanden suche, bei dem ich sicher bin, dass er konsequent fortschrittlich orientiert ist, frage ich bei Ihnen nach. Das ist Lob und Ansporn für mich zugleich. Denn nie gab es mehr zu tun. Da knapp 4 Jahre aber kaum in 5 Minuten passen, schauen Sie doch für mehr Informationen auf meiner Homepage vorbei. www.helling-pla.de